Ich sag's euch. Gott hat so Großes vor mit euch, ihr würdet es nie, nie, nie für wahr halten. Was Gott mit euch vorhat, mit jedem von euch, ist, geht weit über dein Vorstellungsvermögen hinaus. Amen. Wenn mir jemand, ein Prophet, vorausgesagt hätte, was Gott mit mir vorhat, dann hätte ich gesagt, du bist der lausigste Prophet, den ich je gehört habe. Wäre totaler Unglaube gewesen. Wenn Gott es mir gesagt hätte, wäre ich in den Busch nach Australien geflüchtet. Hätte ich gesagt, mit mir kannst du das nicht machen. Aber wisst ihr was? Gott ist in den Schwachen mächtig. Amen. Je schwächer wir sind, umso mehr Raum hat Gott. Amen. Und da hat er mir jetzt für euch heute Abend sein Wort gegeben. Vom Johannes 15. Vers im 15. Kapitel. Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe von sich selbst, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, so bleibet denn am Weinstock. So auch ihr nicht. Also sie bleibt am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Eine liebe Freundin von mir, eine Gläubige, die hat in Wien gewohnt, am Rand von Wien, da sind ganz viele Weinberge. Und eines Jahres hat sie sich gedacht, bevor die Winzer kommen und wieder die ganzen wunderbaren Triebe abschneiden, hole ich mir einmal eine ganze Vase voll. Und hat sich riesige Zweige geholt und in eine große Vase gegeben, jeden Tag das Wasser gewechselt. Und die haben angefangen, Blättchen zu treiben. Boah, sie war begeistert. Dann hat sie weiter das gepflegt und gehegt, in der Nacht hereingenommen, den Tag wieder hinaus in die Sonne, neues Wasser jeden Tag. Dann sind Blütchen gekommen. Boah, jetzt war sie ermutigt. Ich sage, ich werde Traum züchten auf meiner Veranda. Hat sie jeden Tag diese Büsche hinausgestellt, damit die Bienen dran arbeiten können, ja, befruchten. Wisst ihr, was passiert ist? Die haben Faulen angefangen. Die haben Faulen angefangen. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wisst ihr, wir können ein bisschen Grünzeug produzieren, ein paar Blütchen, aber keine Früchte. Und dann heißt es im Nächsten, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, 10 Minuten in der Früh bei der Andacht. Heißt es das? Nein, es ist ein permanentes Bleiben den ganzen Tag. 24 Stunden. Amen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nur die leichten Dinge tun. Könnt ihr was? Nichts tun. Boah, das hat mich total geblättet, wie ich das kapiert habe. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist 0,0000, da kannst du Nullen dranhängen, so viel du willst. Getrennt von ihm kannst du nichts tun, was im Reich Gottes zählt. Du kannst ein paar Blatteln, ein paar Grüne und ein paar Blütchen, aber keine Früchte. Wisst ihr, ich liebe den Johannes. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ist das wichtigste Wort in der Bibel. Wenn wir das tun, was Gott sagt, dann wird er das tun, was er verheißen hat. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in... Nein, wenn ihr in mir bleibt und alles, was ihr im Fernsehen hört, in euch bleibt. Ich möchte nur schauen, ob ihr zuhört. Und meine Worte in euch bleiben. So werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet.
Amen. Ich sag's euch, das ist ein Leben, was der kleine Absatz allein aussagt, ist eine Lebensaufgabe. In Christus zu bleiben, wer das nötig hat, hat die größte Reife eines Christen bereits erfahren. Ohne ihn können wir in ihm, was er vorbereitet hat. Nicht, was wir uns einbilden. Amen. Und das ist mit 10 Jahren, ich bin ja wahrscheinlich mit Abstand die Jüngste, die in der Jugend vorgerückteste hier. Wer ist schon vor 1939 geboren? Seht ihr? Ich bin in der Jugend die vorgerückteste hier. Amen. Ja. Aber ich bin so froh, dass Jesus möchte, dass wir jünger werden. Ein paar haben es kapiert. Halleluja. Amen. Wir sollen die Jugend erneuern wie der Adler. Wisst ihr, die meisten von uns sind doch Hühner. Die gackern herum und sind eigentlich nur gut für die Bratpfanne. Und der Teufel verbratet die meisten jetzt in unserer Zeit. Amen. Und das muss sich ändern. Wir sind Adler, wir steigen auf. Und zwar so hoch, dass die Feinde keine Luft mehr kriegen. Das macht der Adler. Der fliegt so hoch, dass den Feinden die Luft ausgeht. Und der hat auch Feinde. Und die gehen auf seine Augen. Und der Adler, ihr Lieben, lässt sich vom Sturm hochtragen. Die Stürme des Lebens sollen die Christen immer höher bringen zu Jesus Christus. Und da kommen ein paar auf uns zu, ihr Lieben. Wir müssen uns mit den Stürmen höher tragen lassen. In die Gegenwart Gottes. Amen. Ja, also, denn getrennt von mir könnt ihr. Wisst ihr, Gott hat solchen Humor. Ich war das schüchternste Kind, was du dir vorstellen kannst. Sogar meine Tanzpartner in der Mittelschule haben noch zu mir gesagt, so einen Menschen wie dich haben wir noch nie getroffen. Du entschuldigst dich für die Luft, die du atmest. So ein lausiges Wertempfinden habe ich gehabt, ja, ihr Lieben. Und heute, ihr Lieben, weiß ich, dass mein Gott verknallt ist in mich. Und in dich. Amen. Sag deiner Nachbarin, deinem Nachbarn, in Gottes Augen bist du das Beste, was ihm je passiert ist. Amen. Amen. Ich möchte, dass ihr jeden Tag, wenn ihr aufsteht, noch ungekämmt und ungeschminkt seid, in den Spiegel schaut und sagt, lieber Gott, du musst einen super Tag gehabt haben, wie du mich erschaffen hast. Ist das jetzt ein wohlwollendes oder ein ungläubiges Lachen? Ihr Lieben, schick ja gleich raus, wenn ihr meinen Worten nicht glaubt. Ich bin glaubwürdig, weil ich die Wahrheit verkündige. Meine Seelsorgerin hat mir das beauftragt. Hat gesagt, Maria, jeden Tag in der Früh schaust du in den Spiegel und sagst, Herr, das muss eine Wucht von einem Tag gewesen sein, wie du mich erschaffen hast. Nachdem ich das 2 Wochen trainiert habe, habe ich Knöpfe im Hirn gehabt und Bauchweh. Ich habe gesagt, das, für mich gilt das nicht. Da bin ich zu ihr und habe gesagt, du, das kann ich nicht mehr sagen. Das ist eine Lüge. Wisst ihr, ich habe mit meinem Kommen eine unglückliche Ehe gestiftet und war ich nur ein Mädchen. Mein Papa war das erste Mal in seinem Leben betrunken vor Traurigkeit, dass ich nur ein Mädchen bin. Das macht tiefe Spuren in einem Kind. Amen. Und dann sagt die mir, Gott hat einen super guten Tag, das hat nicht zusammengepasst mit dem, was da drinnen war. Dann hat sie gesagt, weiter proklamieren, Maria, weiter proklamieren. Und heute brauche ich gar keinen Spiegel dazu. Halleluja. Amen. Und dasselbe gilt für dich. Amen. Wisst ihr, nicht was wir tun oder nicht tun, gibt uns die Identität vor Gott, sondern wer wir sind in ihm.
ihr seid Söhne und Töchter des Königs aller Könige. Gebt euch einmal den richtigen Titel. Grüßt euch mit dem richtigen Titel. Prinz so und so, Prinzessin so und so. Ja, 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 du grüßt deine Prinzessin noch nicht. Halleluja. Amen. Amen. Wir müssen uns erkennen, wie Gott uns erkennt. Und in Europa ist es furchtbar. Wenn ich frage, wer bist du, sagen sie, ich bin Köchin. Dann habe ich gesagt, ich habe gefragt, was du tust. Wer bist du eigentlich? Du bist eine einmalige, noch nie dagewesene und nie kommende, mehr kommende, herrliche Schöpfung Gottes. Ein Ausdruck seiner Kreativität, wie er es noch nie gehabt hat. Und wisst ihr, ich habe jahrelang an mir herumkritisiert. Ich war so dünn, dass mein Bruder mich bei jedem Kanalgitter gehalten hat. Dass ich nicht durchrutsche. Furchtbar. Seinen Brüdern, seinen Freunden hat er gesagt, meine Schwester hat eine Figur wie ein Bügelbrett mit zwei Aspirin. Ich war fertig. Ich war fertig. Und diese Worte haben, wenn man sie glauben, die haben Vollmacht, okay? Ich habe erst mit 30 angefangen zu entwickeln, dass man gespürt hat, ich werde eine Frau. Ihr Lieben, ihr seid die herrlichste Schöpfung, die Gott je geschaffen hat. Amen. Und wenn es die anderen nicht erkennen, das tut mir leid. Die versäumen was. Amen. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Du bist ein Licht in dieser Welt. Du bist ein Tabernakel Gottes. Amen. Ich wollte doch nie in Kirchen leben, in Gebäuden. Ich baue überhaupt nie mehr eine Kirche, nur mehr Mehrzweckhallen. Wenn die Gläubigen drinnen sind, ist es halt momentan ein Raum für die Kirche. Aber die Kirche sind die Gläubigen, die drinnen sitzen, nicht das Gebäude. Amen. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Und da schickt kein Staat die Blödesten. Die Botschafter sind ja die Repräsentanten des Königreiches. Was meinst du? Da sucht er die Besten aus. Kannst du dir vorstellen, wer du bist? Das Beste, was Gott geben kann zu der Welt. Amen. Und wisst ihr, wie ich kapiert habe, dass ich eine Botschafterin Jesu Christi bin? Habe ich gesagt, Herr, Botschafter können nicht herumlaufen, wie sie wollen. Du weißt, ich habe kein Geld, aber jetzt muss ich mich einmal ordentlich kleiden. Seither kleidet mich Gott in einer wunderbaren Weise. Entweder ich kriege es geschenkt oder jedes Kleid kostet nicht mehr wie 10 Euro. Und Leute glauben, ich gehe in die Boutiques. Ich kaufe auf den Straßen von Uganda. Da kennen mich die Frauen schon. Und ihr Lieben, die wissen, dass sie nicht mehr ausgibt wie 10 Euro. Und neulich hat eine gerufen, Mama, heute 8 Euro. Halleluja. Ihr Lieben, Gott ist so ein Gott der Herrlichkeit. Der hat so einen Spaß, der hat so eine Freude mit uns. Amen. Ich bin jahrelang in die Kirche gegangen, okay? Und dann habe ich mir die Gesichter angeschaut, nachdem sie rausgekommen sind. Da waren die Gesichter länger als wie vorher, wie sie reingegangen sind. Dann habe ich gesagt, Moment, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle. Die schauen überhaupt nicht aus. Als wenn sie Leben hätten. Amen. Ich garantiere euch, keine Religion bringt Leben. Nur eine lebendige Liebesbeziehung mit dem König aller Könige. Amen. Dann wisst ihr, was immer ich mache, mache ich hundertprozentig, ja, und da bin ich halt in der römisch-katholischen Kirche mit den ganzen Ablässen und die habe ich alle gemacht und bin mir noch blöd davor gekommen, jedes Mal, wenn ich wieder einen fertig gehabt habe. Und am Karfreitag knie ich vor dem Kreuz, natürlich ist der noch umgehängt, der Herr Jesus, ja, der katholischen Kirche, und habe geheult und gesagt, lieber Herr Jesus, was die bösen Menschen da draußen dir angetan haben, hast du immer geglaubt. Ich habe immer versucht, ein braver Mensch zu sein, da hätte man können was anderes finden, als wie die Kreuzigung. Ja, also die Selbstgerechtigkeit schreit ja zum Himmel von so vielen Religiösen, okay? Und ich habe gesagt, Herr, vergib ihnen.
Na, klopft da hinten, schau ich um, ist nichts da. Ich heul weiter, klopft wieder. Sag ich, ja, aber da. Sag ich, Herr Jesus, bist du das? Sagt er, ja, ich hänge da oben nicht mehr. Eine laute Stimme habe ich gehört, ich hänge nicht mehr am Kreuz. Und ihr Lieben, wir müssen den auferstandenen Jesus erleben. Er lebt und er will leben in dir durch den Heiligen Geist. Amen. Ja. Wisst ihr, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch, aber ich weiß gar nicht, ob ich fertig werde mit dem, was ich heute sagen möchte zu euch. Aber ihr Lieben, mit 10 Jahren habe ich gebetet. Da habe ich plötzlich eine Erkenntnis bekommen. Alle Eltern haben einen Traum für ihre Kinder. Ja, lieber Gott, da musst du nur einen besseren haben. Bisher war das nicht gut. Krieg und Laufen und Angst und Hunger. Und da habe ich gesagt, bisher war der Traum nicht sehr gut, aber vielleicht hast du einen besseren. Für die Zukunft. Ich bitte dich, dass du mich nicht sterben lässt, bis ich den Traum, den du in deinem Herzen hast, auf Erden leben darf. Und dann habe ich gesagt, kannst du mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst, kannst du mir auf 0 reduzieren, aber verherrliche deinen Namen. Setz mich zum Segen und schenk mir Frieden und Freude, den die Welt nicht geben kann. Mit 7 Jahren habe ich schon mein Leben sehr bewusst Jesus übergeben. Und zwar in der römisch-katholischen Kirche bei der Erstkommunion. Wir haben einen Priester gehabt, der uns vorbereitet hat. Solche Füße hat er gehabt, geschwollen, er konnte kaum gehen. Aber der hat Jesus gekannt. Der hat gesagt, Jesus wollte nie in einem Tabernakel leben. Jesus will in euch leben. Und den könnt ihr mit dem Abendmahl aufnehmen. Das war für mich die tiefste Erfahrung meines Lebens. Dass Jesus hineinkommt in mich und in mir leben wird. Und wisst ihr, ich habe ja einige, ihr habt 18.000 Kinder in Uganda, die, ich würde sagen, 95% alle den Herrn zutiefst lieben. Und ich habe auch 3 Kinder adoptiert, darunter ein 9-monatiges Mädchen, die Angel. Wir hatten schon YouTubes von ihr gehört, die Angel Breyer. Können Sie YouTube-Channel ist, die hat aus eigenem, hat gesagt, Mama, wir müssen die Menschen zu Gott rufen. Sag ich, wie machst du das? Mit Lobpreis. Und sie hat wirklich eine Stimme, die Gott ihr gegeben hat. Und da war sie 2,5 Jahre und habe eine Babysitterin mitgehabt, weil ich war eingeladen, in einer total muslimischen Schule zu predigen, die auf unserem Grundstück stand. Ja. Haben sie mich eingeladen. Dann habe ich denen erzählt, Kinder, Jesus Christus ist der Erlöser. Und ich habe ihn schon mit 7 Jahren aufgenommen. Und es ist nie zu früh, das zu tun. Der will in euch leben. Der will durch euch den Himmel auf die Erde bringen. Dann habe ich noch einiges auch vom Wort Gottes noch gebracht. Dann habe ich gesagt, und wer das heute will, der soll kommen. Die sind nach vorne geströmt. Meine Tochter sitzt ganz hinten mit der Babysitterin, reißt sich gewaltsam aus ihren Armen und kommt nach vor. 2,5 Jahre. Und stellt sich ganz vorne hin, sage ich, Herr Jesus, was soll ich machen? Schweig. Die hat am lautesten mitgebetet, mit dem Lebensübergabegebet. Am Nachmittag habe ich dann gesagt, was hast denn du heute gemacht? Ja, Mama, ich habe gemacht, was du gesagt hast. Ja, was habe ich denn gesagt? Ja, du hast gesagt, wir sollen Jesus einladen, dass er in uns lebt. Weil wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Dann habe ich gesagt, wo ist er denn jetzt? Mama, überall, überall hat sie Jesus gespürt in ihrem Körper. Und das soll bei uns sein. Amen. Er möchte von der Krone unseres Hauptes zu den Sohlen unserer Füße uns bewohnen, uns beflügeln, uns verjüngern. Amen. Halleluja. Er möchte, dass du und ich ihn durch diese Welt tragen und dass die Welt erkennen kann, dass Jesus der Erlöser dieser Welt ist. Amen. Ja, und dann, und weißt du, auch wie ich das gelesen habe, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, da kam ja plötzlich der Gedanke, also wenn ich nichts tun kann, ist 1 Euro für mich genauso schwer zu kriegen wie 1 Million. Ja, nichts. Warum soll ich mir da Sorgen machen um die Million? Wenn ich nicht einmal 1 Euro zusammenbringe. Amen.
ja, ich brauche jetzt 500.000 bis 800.000 Euro im Monat, damit das Werk in Uganda läuft. Ich habe über 1.500 Mitarbeiter, 18.000 Kinder, 5 Headquarters. Ich muss jeden Tag 10.000 Leute füttern. Und die essen ordentlich, die Afrikaner. Und wisst ihr, was die Leute fragen mich? Wie schaffst du das? Sag, ich habe keine Ahnung. Ich sage nur immer, lieber Gott, das ist alles dein Werk. Kümmere dich drum. Jetzt sage ich immer wieder, lieber Gott, das Werk in Afrika ist dein Werk. Kümmere dich so drum, dass ich keine Schwierigkeiten finde, wenn ich zurückkomme. Ich habe über 1.500 Mitarbeiter. Aber die wissen alle, ich bin nicht der Chef. Jesus ist der Chef. Und das musst du auch von deiner Familie wissen. Der liebe Gott liebt deine Kinder noch mehr wie du. Amen. Darum können wir die Kinder auch an Gott loslassen. Ich lasse alle Kinder an Gott los. Und da habe ich eine ganz tragische Erfahrung gehabt, weil ich ja sehr viele Straßenkinder habe. Auch die Zwillingssöhne, die ich adoptiert habe, die waren Straßenkinder. Und Straßenkinder haben immer Angst, wieder arm zu werden. Das ist eine ganz tiefe Wunde, die die haben. Und da hängt sich natürlich dann Gier, Geldgier, Korruption, Geiz hängt sich an diese Wunde. Und einer, der erste Sohn, den ich adoptiert habe, der hat mit seinem Zwillingsbruder, der dann später zu uns gekommen ist, mit 3 Jahren haben die schon müssen Wasser tragen, so kleine Kübelchen, damit sie was zum Essen kriegen. Also die haben nie die Liebe eines Vaters erfahren. Ja? Und ihr Lieben, solange ihr bei Jesus hängen bleibt und nicht durchbrecht in diese Liebe beim Vater, habt ihr noch keine volle Identität. Der Vater gibt die Identität. Amen. Und ihr Väter, ihr habt eine unwahrscheinliche Verantwortung, den Mädchen vor allem die richtige Identität zu geben. Und wenn der Vater seinen Töchtern die richtige Identität gibt, dann haben diese Töchter ein Wertempfinden. Die müssen nicht für den Erstbesten folgen, der sagt, ich liebe dich. Die können wählen. Und es fehlt uns in der Welt an geistlichen Vätern und an geistlichen Müttern. Es geht nicht mehr um Titel. Es geht um geistliche Väter und Mütter. Und jeder von euch hat so einen Auftrag. Und jeder von euch hat ein vorbereitetes Erntefeld. Amen. Also die Berufung, die Gott für euch hat, ist weit größer, als ihr euch vorstellen könnt. Aber je größer die Berufung, umso größer die Vorbereitung. Die Zurüstung. Genauso wie im Leben. Ich meine, ein Hirnchirurg muss mehr Vorbereitung haben wie ein Schuhmacher. Ich würde mir auch nie von einem Schuhmacher das Hirn operieren lassen. Amen. Und so je größer deine Berufung ist, umso größer, intensiver ist deine Zubereitung deines Charakters, der zu dem Charisma passt. Und in dieser Zubereitung, und da sind viele von euch jetzt gerade noch ganz intensiv drinnen, okay? Und da gibt es 2 Geschwindigkeitsstufen. Langsam und sehr langsam. Und da, ihr Lieben, kann man nie durchfallen. Nur wiederholen. Und die meisten wiederholen immer wieder das Gleiche, weil sie die Botschaft nicht kriegen. Amen. Und wenn Gott einmal deinen Charakter, wisst ihr, mit 10 Jahren habe ich gesagt, Herr, ich will nicht sterben, ohne dass du mich freisetzt in den Traum, den du hast. Dann habe ich 50 Jahre Zubereitung gehabt. 50 Jahre. Wer war denn schon so lange auf der Schule? Mit 60 hat es angefangen, mit meiner Berufung für Afrika. Mit 60. Jetzt bin ich im 84. Jahr, aber Monte muss ich auch was sagen. Wie ich 80 war, habe ich in der Früh gesagt, lieber Gott, können wir uns ein bisschen unterhalten. Gehen wir bald nach Hause oder haben wir noch viel zu tun auf der Welt? Ich bin für alles bereit. Aber es wäre schön, wenn du mich ein bisschen informierst, damit ich alles schön vorbereiten kann.
hat er gesagt, Maria, es wird alles viel schneller. Das ganze Werk kommt auf eine hohe internationale Ebene von Verantwortung und du wirst so viel Freude haben, dass du es kaum ertragen kannst. Boah, habe ich gesagt, das klingt gut. Aber ich sage, lieber Gott, aber habe ich ihn doch schon? Weil ich habe keinerlei Beziehung zu der blöden Zahl 80. Wenn mir mal jemand sagt, ich bin 5, glaube ich, ist genauso wenig wie 80. Bin ich normal? Will ich die Wahrheit nicht wahrhaben? Na, da sagt man, einen Geburtsschein kannst du zerreißen. Sag ich, bitte? Das war bisher immer meine Bezugsquelle. Sagt er, nein, wer ist dein Leben? Mein Leben ist Jesus Christus. Und dann ging mir sofort ein Scheinwerfer auf. Der ist nie älter wie 33 geworden. Dann habe ich gesagt, Herr, wenn du mir kommunizierst, dass ich 33 bin und bleibe, dann magst du jetzt allerhand zurückschrauben. Ich werde jedes Jahr jünger. Ich habe eine Schönheitsschule in Afrika gegründet. Ja. Weil ich muss ja ganz viele Leute eine Ausbildung geben. Ja. Und wenn die mich massieren, sagen sie jetzt mal, Mama, dein Körper wird immer noch jünger. Sage ich, Halleluja. Aber bei 33 soll er stoppen, ja. Noch sagen sie, mein Körper ist 40. Sage ich, zu alt. Amen. Wisst ihr, ich habe gerade wieder einmal ein Bein gebrochen in Paraguay. Darum bin ich noch ein bisschen, ich habe den Gips noch nicht lang weg. Bin ich noch, und da wurden zwei Wirbel verletzt. Und das ist eigentlich mein Problem. Aber mein Ziel ist Tennis spielen. Lacht ihr mich aus oder an? Ich sag's euch, wenn ihr mich auslacht. Ich habe meinem Bruder das erzählt und hat gesagt, weißt du schon, dass man durchlaufen muss. Habe ich gesagt, du erstickst jede Vision schon im Keim. Die erzähle ich überhaupt nichts mehr. Nein, aber ich wollte als Kind immer Tennis spielen. Und da hat die Mama gesagt, da müssen wir einem Verein oder einem Club beitreten. Das Geld haben wir nicht. Spiel Handball. Da habe ich Handball gespielt, ja. Jetzt, vor circa 5 Jahren, kommt eine Gruppe aus der Schweiz und baut uns den schönsten Tennisplatz. In unserer neuen Mittelschule, ja. Denke ich mir, Halleluja. Komme ich das nächste Mal nach Europa, kriege ich 50 Tennisbälle geschenkt. Da habe ich noch nichts gedacht dabei. Ne? Beim nächsten Mal kriege ich 10 Tennisschläger. Und beim nächsten Mal habe ich eine totale Ausstattung gekriegt. Die Schuhe, die alles miteinander. Ich sage, Herr, was willst du mir sagen? Dann hat er gesagt, so eine lange Leitung habe ich noch nie gesehen. Also du kannst deinen Jugendtraum erfüllen. Und stellt euch vor, eine Schülerin in unserer Mittelschule ist in der Olympia-Tennisliga. Und die hat gehört, die 17 Jahre, die hat gehört, dass ich gerne Tennis spielen möchte. Ist sie gekommen und sagt, Mama, das lerne ich dir. Habe ich gesagt, Halleluja. Habe ich gesagt, aber zwischen 10 und 11 Uhr nachts. Wir werden nie für einen Pokal spielen, nur für Spaß. Amen. Und Freude. Amen. Ich sage euch, Gott will alle eure Herzenswünsche erfüllen. Habe deine Lust am Herrn und er gibt dir, was dein Herz begehrt. Amen. Als junger Mensch wollte ich immer Bäuerin werden. Ja, in Tirol Bäuerin, ja. Wo die Berge überall steil raufgehen. Hat mein Bruder immer, wenn er angesehen hat mit solchen Wadeln, hat gesagt, er hat bestimmt 5 Hühner und 2 Ziegen, Maria. Das ist der Bauer für dich. Ich habe das nicht mehr ausstehen können. Ich habe gesagt, vergiss es. Jetzt, vor 5 Jahren, drückt mir ein Deutscher einen Scheck mit 50.000 Euro in die Hand. Fang ein Unternehmen an, in 5 Jahren bezahlst du es zurück. Boah, ich war sprachlos. Dann bin ich zu meiner rechten Hand, ein Afrikaner. Ich habe gesagt, schau, ich soll mit einem Afrikaner ein Gewerbe anfangen. Was fangen wir an? Sag Mama, was wolltest du immer? Ich habe gesagt, ich wollte Bäuerin werden. Da hat der Land gekauft, haben wir wunderschöne Wohnungen gebaut, Stallungen. Dann habe ich kein Geld mehr gehabt. Dann habe ich gesagt, Herr, da habe ich schlecht kalkuliert. Die Woche drauf kommt ein Ehepaar aus Deutschland, die haben in Kenia einen Dienst. Eine Kuh für eine arme Familie. Eine arme, alleinstehende Frau. Drücken mir 10.000 Euro und die wussten gar nichts. Maria, das ist für dich. Du hast ein Bedürfnis, Gott hat uns gesagt, das brauchst du. Dann habe ich gesagt, ja, ich werde Kühe kaufen. Ja. Und jetzt, nächste Weihnachten, werde ich ganz viele Kühe verschenken an alleinstehende Frauen.
alleinerziehende Frauen. Und das erste Kalb müssen sie mir wieder zurückgeben. Dann gehört es ihnen. Amen. Und die 50.000 konnte ich heuer zurückzahlen, weil ich mein letztes Haus in Österreich verkauft habe. Jetzt bin ich Bäuerin. Ja, jetzt haben sie mir noch einen Stier haben wir dazu gekauft. Und wie ich das erste Mal hingegangen bin, hat der habe ich gesagt, der greift mich an. Nein, der singt dir ein Liebeslied. Halleluja. Wunderbare Holsteinkühe. Amen. Gott sagt, habe deine Lust an ihm und er gibt dir, was dein Herz begehrt. Und vor allem, wenn du deine Lust am Herrn hast, wird dein Leben lustig. Gott ist ein Gott der Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Informiert doch euer Gesicht jeden Tag, dass ihr geliebt, gewollt seid. Da braucht keine Anti-Schwerkraft-Creme nehmen. Das zieht alles nach oben. Loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken und Zweifel sind vom Teufel. Amen. Das sind meine hochtheologischen Erkenntnisse. Übrigens, wie der Herr mich gerufen hat zu predigen, habe ich gesagt, Herr, kannst du nicht machen. Bin eine Frau? Dann hat er gesagt, ich habe schon durch Esel gesprochen. Und wenn Gott durch Esel sprechen kann, kann er auch durch dich und mich sprechen. Amen. Warum hat er denn den Frauen so kurz Mundwerk gegeben? Ha. Aber wir müssen aufpassen, welcher Geist dahinter steckt. Amen. Und wir dürfen nicht etwas tun, um anderen zu beweisen, dass wir besser sind. Amen. Sondern unter der Führung des Heiligen Geistes. Ich gehe nirgends hin, wo mich der Pastor nicht einladet. Ich hoffe, ich bin unter deinem Schutz. Amen. Amen. Ja, und dann habe ich gesagt, aber Theologin bin ich auch keine. Dann hat er gesagt, war ich auch nie. Hört mal das Wort. Theolog. Dann habe ich gesagt, was soll ich dann tun? Dann hat er gesagt, nur Geschichten erzählen. Geschichten erzählen. Amen. Jetzt erzähle ich euch halt ein paar Geschichten. Aber ich sag's euch, Gott hat so Großes vor. Glaubt mir, er ist in den Schwachen mächtig. Amen. Gott hat jetzt ist eine totale Umschichtung auf der ganzen Welt. Wie lange das noch braucht, bis das durchgreift, weiß ich nicht. Denn es muss Veränderung auf der ganzen Welt kommen. Gebetet haben wir jahrhundertelang. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Raus aus dem Gebäude Kirche. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne doch uns vier. Passt das zusammen? Wer fragt jeden Tag, lieber Gott, was hast du heute im Himmel vorbereitet für mich? Damit ich es auf die Erde holen kann. Wenn ihr das Geheimnis mitnehmt heute, dann wird euer Leben sich dramatisch ändern. Wisst ihr, wie Gott mich nach Afrika gerufen hat und ich mit der Not konfrontiert wurde, vor fast 30 Jahren. So konfrontiert, habe ich gesagt, Herr, lass mich wieder zurückfliegen. Wo fängt man da an und wo hört man da auf? Dann hat er gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. Ich sage, ja, das weiß ich. Aber was tue ich dann? Nur jeden Tag, was ich dir zeige, was ich im Himmel vorbereitet habe. Und das tue ich. Und bin schockiert selbst, was Gott vorbereitet hat. Hört ihr mich? Jeden Tag, bevor ihr aufsteht, sagt Vater im Himmel, öffne mir heute die Augen und Ohren des Herzens, damit ich erkenne, was du für mich heute für diese Erde vorbereitet hast. Und dann hör den ganzen Tag auf Gott. Wir haben so ein schönes Wort im Deutschen. Gehorch. Gehorch. Mit jedem Schritt horch auf Gott. Und tu, was er dir zeigt. Amen. Darf ich nur fragen, in wessen Hand ist euer Leben? Bitte? In welcher Hand? Hättet's gern, gell? Wir möchten immer jemand anderen verantwortlich machen. Dein Leben ist in deiner Hand.
Mit deinen täglichen Entscheidungen pflasterst du dein Leben. Ihr seid begeistert. Ihr Lieben, ich sag's euch, schau schon beim wie heißt er denn? Adam und Eva. Kam Jesus, kam der Heilige Geist. Adam, was hast du gemacht? Dieses Weib. Kam er zu Eva, der Teufel. Einmal habe ich in einer Predigt Folgendes gehört. Satan kommt auf die Welt und schaut, wie seine Dämonen arbeiten. Kommt er zu einer großen Kathedrale, sitzen draußen lauter Dämonen, heulen, was das Zeug hält. Sagt Satan, was habt's denn? Die da drinnen geben eine ganze Schuld nur uns. 5. Mose 28, ihr Lieben. Ja, wenn ihr das heute kapiert habt, habt ihr viel kapiert. Du und ich, wir sind verantwortlich für alle Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Und Gott gibt uns eine Wahl. Amen. Und da auf Gott zu hören und die Wahl zu treffen, die er vorbereitet hat. Wie oft ich am Tag sage, Herr Jesus, die Situation, mögen du sie nicht. Gebetet habe ich auch nicht dafür. Und fein ist sie auch nicht. Aber wie verhältst du dich in der Situation? Das ist meine tägliche Frage, x-mal. Was tust du in der Situation? Und dann sagt er mir es jedes Mal. Und dann tue ich das. Haut jedes Mal hin. Entspricht nicht immer meinem Geschmack, aber es haut immer hin. Amen. Gott hat jetzt ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen im Himmel. Es kommt jetzt das Reich Gottes auf die Erde. Da braucht er jeden von euch verändert. Und wisst ihr, was der längste Weg in einem Menschen ist? Von da oben daher. Vom Logos, nein, nicht Logos, von Ratio zum Herz. Im Hebräischen ist Gedärme und Herz das gleiche Wort. Da unten ist unser Herz. Und Gott möchte, dass wir alle Herzmenschen werden. Denn selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und jeder Arzt wird dir bestätigen, wenn deine Gedärme rein sind, bist du ein gesunder Mensch. Im 5. Mose 28, das Kapitel würde ich euch raten, einmal zu lesen zu Hause. Lest es durch. Ich kann mir nicht leisten, nicht auf Gott zu hören, weil die Konsequenzen sind katastrophal. Und es wird geschehen, wenn, und wenn ist das wichtigste Wort in der Bibel, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Anweisungen zu tun, die ich dir heute befehle, dann, also wenn du hörst, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Was ist das Wichtigste in unserem Leben? Horchen und tun, was er sagt. Amen. Steht auf, stellt euch zu Gott. Amen. Habe ich meine Tochter gefragt, die ist jetzt 18, bevor ich geflogen bin. Schatzi, bist du eigentlich glücklich als Frau? Sagt sie, was hast du denn? Mama macht, der liebe Gott macht keinen Mist. Ich bin das Beste, was ihm passiert ist. Amen. Hat sie gesagt, ich möchte ja auch nie ein Mann sein. Die haben ja viel mehr Aufgaben wie wir. Ja, wisst ihr? Na, das muss ich ja schon erzählen. Der liebe Gott hat mir gesagt vor einigen Monaten, ich soll ein Buch über den logischen Gott schreiben. Dann habe ich angefangen. Einmal mit Adam und Eva. Ja. Zuerst hat er mal den Adam geschaffen, der kommt von der Erde. Und die Erde und die Afrika wird in allen Urkunden, die gefunden werden, die alten, wird bezeichnet als die Wiege der Menschheit. Also ein Teil vom Paradies war hundertprozentig in Afrika. Und sie glauben auch noch bis hinunter, wo ich jetzt lebe. Weil das ist ja wie der Vorhimmel, wie die Vorstufe zum Himmel. Wer war denn schon bei uns in Afrika? Okay, wie war es denn für euch?
Ah, du warst in Namibia. Nein, ich meine in Uganda. Wer war denn schon bei uns in Uganda? Okay. Ihr Lieben, wenn wir hören auf das, was Gott sagt und tun, dann wird ein Segen fließen ohne Ende. Er wird uns zum, da heißt es dann, und du wirst nur immer aufwärts. Na, und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Wenn du den Anweisungen oder Geboten des Herrn deines Gottes gehorchst, sie zu bewahren und zu tun, die ich dir heute befehle. Amen. Und dann kommt Vers 15. Wenn wir nicht hören und nicht tun, dann schießt von Vers 15 bis Vers 69 die Flüche. Können wir uns das leisten? Wie können wir es nicht leisten? Ich will nur mehr noch auf Gott hören und tun, was er sagt. Amen. Und er hat ihm, er ist voll Weisheit, er ist voller Liebe, er kennt dich, er weiß genau, was er dir zumuten kann. Jetzt aber noch etwas, weil, wisst ihr, ja, das sage ich euch jetzt nur von meiner Familie, nur damit ihr wisst, wie die Afrikaner, wie die ticken. Da steht ihm in der Offenbarung im Kapitel 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Dann habe ich das meinen Kindern vorgelesen am Anfang von Corona, wir haben ja auch Hauskirche gehabt, sehr lang. Sage ich, Kinder, was kann das bedeuten? Sagt ein Mädchen, ich war nicht älter wie 10, 11, Mama, das kann bedeuten, dass wir als Märtyrer sterben müssen. Ja, haben ihr Leben nicht lieb gehabt bis in den Tod. Ich habe gesagt, was kann das bedeuten? Aber ihr Lieben, was das Schlimmste für mich wäre, wenn sie euch Kinder vor mir quälen, damit ich mich lossage von Jesus, das wäre für mich einfach unvorstellbar, wenn sie das täten. Da haben die Kinder fast im Chor gesagt, Mama, da musst du stark bleiben. Wir schauen auf Jesus. Je mehr sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Wo hört man das hier? Aber dann kam der Knüller. Dann sagt ein anderes Kind, der war nicht, das war ein Bub, auch nicht älter wie 12 Jahre. Aber Mama, wir werden auch nicht schwach, wenn sie dich quälen. Dann habe ich gewusst, es ist echt. Amen. Der Afrikaner kann leiden. Er kann leiden. Und er hat Jahrhunderte, Jahrtausende gelitten. Amen. Und wurde missbraucht vom Rest der Welt. Kann auch gar nicht sagen, wie reich und wie schön Afrika ist. Aber wir haben ihnen ein falsches Denken gegeben, dass das, was wir bringen, ist besser als das, was sie haben. Eine totale Lüge. In Uganda wurden jetzt vor circa knappes Jahr solche Goldvorkommnisse entdeckt. Millionen Tonnen reinstes Gold. Wir könnten eine Weltwährung gedeckt mit Gold machen. Und sie glauben ganz sicher, dass das Öl von Libyen von Uganda hinunterfließt. So viel Öl haben sie jetzt gefunden in Uganda. Ihr Lieben, in jeder Weltkarte ist Afrika ein Drittel kleiner eingezeichnet, wie es wirklich ist. Es ist der reichste Kontinent, der schönste Kontinent. Unter der Sahara liegt ein riesiges Wassermeer. Wenn man die ganze USA in die Sahara gäbe, wäre noch ganz viel übrig. Und der Boden ist reiner, also das ist der fruchtbarste Boden, den du dir vorstellen kannst. Ihr braucht nur das Wasser von unten und das wird noch kommen. Das Wasser von der Sahara wird darauf kommen, es wird der fruchtbarste Teil von Afrika. Amen. Und vor allem die Menschen sind demütig. Und sie sind sehr belehrbar. Sie lernen sehr gerne. Ja, ich bin die glücklichste afrikanische Mutter. Die nennen mich die schwarze Mutter mit der weißen Haut. Gott hat Großes vor. Aber wir müssen ablegen unsere Angst. Angst ist die Sprache, die jetzt gesprochen wird. Und Angst auf Englisch heißt Fear, F-E-A-R, False Evidence Appearing Real. Falsche Tatsachen erscheinen uns als real.
Wir müssen die Sprache des Glaubens sprechen. Und ich habe mich so gefreut jetzt, was ich da alles bei euch heute, was wir da gesungen haben. Wunderbar, ich weiß nicht, ob ich da jetzt das habe. Nein. Aber wisst ihr, wir sollen einfach die ganzen prophetischen Worte, was Gott uns verheißen hat, was er für uns tut. Amen. Ja, da habe ich es. Stopp. Werde nie wieder bekennen, ich kann nicht, denn ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich werde nie wieder Mangel bekennen, denn mein Gott wird all meinen Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ich werde nie wieder Furcht bekennen, denn Gott hat mir nicht eine Geisterfurcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also in der Früh sagst du mal zuerst, lieber Gott, was hast du vorbereitet im Himmel, dass ich es runterhole. Als zweites steht dir auf, sagt Teufel schnell aus, ich stehe jetzt auf, dein Tag ist verhunzt. Ich herrsche über die Finsternis. Amen. Und dann schaut ihr in den Spiegel und sagt, lieber Gott, super Tag, wie du mich gemacht hast. Dann habt ihr mal schon richtige Proklamation für den Tag gemacht. Amen. Ich werde nie wieder Schwachheit bekennen, denn der Herr ist meines Lebens Kraft. Aber du kannst ruhig sagen, aber du, Herr, bist in den Schwachen mächtig. Amen. Ich werde nie wieder bekennen, dass Satan in meinem Leben die Oberhand hat, denn der, welcher in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Amen. Ich werde nie wieder Niederlage bekennen, denn Gott lässt mich allezeit in Christus triumphieren. Ich werde nie wieder Krankheit bekennen, denn durch seine Wunden bin ich geheilt worden. Wisst ihr, manche von diesen Verheißungen, da ist eine Spanne zwischen der Realität und der Wahrheit. Und da müssen wir Glauben üben. Amen. Glaube, dem Glaubenden ist alles möglich. Ich werde nie wieder Sorgen und Frust bekennen, denn ich werfe alle meine Sorgen auf ihn, denn er sorgt für mich. Und das ist ganz wichtig, dass ihr die auf ihn werft. Wisst ihr, wie das das erste Mal gelesen habe? Das ist die Bibel gar nicht los, die hängen so an mir, alle Sorgen. Im Gegenteil, ich bin groß geworden mit der Erkenntnis, wenn du keine Sorgen hast, du bist ein leichtsinniger Mensch. Ja. Wenn ich keine Sorgen gehabt habe, habe ich die Zeitung gelesen, damit ich wieder ein paar Sorgen bekommen habe. Ja. Und dann lese ich, werfet alle Sorgen auf mich. Ich habe gedacht, das geht nicht, die kleben an mir. Mann, da habe ich angefangen, alles auf Zettel schreiben, alle Sorgen auf einzelnen Zettel. Da habe ich ein großes Kreuz in meinem Wohnzimmer gehabt und gesagt, Herr Jesus, jetzt kommt's. Und habe es auf das Kreuz geschmissen. Und dann war da so ein Berg von den Zetteln. Und immer wieder, wenn was kommen ist in der Nacht, wenn mir was geärgert hat oder was, ich werfe diese Sorge auf Gott. Aufgeschrieben und gesagt, du kümmerst dich darum. Amen. Aber das müssen wir werfen, müssen wir loslassen. Im 1. Petrus 5, 6 und 7 steht, demütigt euch, indem ihr alle Sorgen auf mich werft, denn ich sorge mich um euch. Amen. Wenn du die Sorgen selber trägst, dann sagst du eigentlich, Gott, das kannst du nicht, das muss ich selber machen. Reiner Stolz. Ich werde nie wieder die Herrschaft der Sünde über meinem Leben bekennen, denn Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich werde nie wieder Gebundenheit bekennen, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich werde nie wieder Verdammnis bekennen, denn es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Ich werde nie wieder Einsamkeit bekennen, denn Jesus ist bei mir alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich werde nie wieder Fluch oder Missgeschick bekennen. Christus hat mich losgekauft vom Fluch des Todes, des Gesetzes, indem er ein Fluch für mich wurde. Ich werde nie wieder Unzufriedenheit bekennen, denn ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Und wenn du in einer Situation bist, die du überhaupt nicht magst, und die willst du loswerden, dann kannst du ruhig ehrlich sein. Also einmal auf jeden Fall, ich bin ehrlich, sag lieber Gott, mögen du in der Situation nicht. Gebetet habe ich auch nicht dafür. Verstehen du sie schon gar nicht, aber du hast sie zugelassen. Und wenn du sie zugelassen hast, dann ist da etwas sehr Gutes versteckt da drinnen. Und ich sage jetzt einmal, danke. Ich fühle mich nicht dankbar,
Aber ich sage Danke. Dann sage ich so lange Danke, bis meine Gefühle nachkommen. Amen. Und da ist eine Situation in meinem Leben, für die ich noch nie gedankt habe. Ich wurde mit 19 vergewaltigt. Und es war der größte Einbruch in meinem Leben. Das war so eine Katastrophe für mich. Ich habe dem Kerl vergeben, ich bin losgelassen, aber noch nie gedankt in meinem Leben dafür. Und vor einigen Jahren, noch nicht viele Jahre her, wurde ich eingeladen in Kampala, in der Hauptstadt von Uganda, zu 500 Prostituierten zu sprechen, die alle ihr Leben verändern wollten. Dann habe ich gesagt, Herr, ich war noch nie in der Gesellschaft. Was soll ich da sagen? Dann hat er gesagt, erzähl ihnen von deiner Vergewaltigung. Dann habe ich gesagt, Herr, wirklich? Und er sagt, ja, Maria, erzähl ihnen. Und ich habe sie ihnen erzählt und dann haben 500 Frauen mit mir geweint und alle ihr Leben Jesus übergeben und haben mich zu ihrer Mutter gemacht. Jetzt bin ich die Mutter von den Prostituierten in Uganda. Bei den Schwerverbrechern, den Todeskandidaten bin ich am allerliebsten, weil die muss nie überzeugen, dass sie Hilfe brauchen. Ja. Die wissen, dass sie den Tod verdienen. Und die haben alle ihr Leben Jesus übergeben. Und dann habe ich dauernd verkündigt im Gefängnis, ihr seid da drinnen in der Universität des Heiligen Geistes. Ihr werdet alle noch frei. Todeskandidaten, ja, habe ich verkündigt. Da waren immer Polizisten dabei, die zugehört haben. Haben sie mich an der Hand zum Höchsten geführt. Mama Maria, wenn du noch einmal so einen Blödsinn verkündigst, wollen wir dich hier nicht mehr sehen. Das sind Todeskandidaten, die sterben entweder des natürlichen Todes oder Erhängens. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich bin selber erschrocken, wie das aus mir rausgekommen ist. Aber bitte gebt mir Zeit, vielleicht werdet ihr erkennen, dass ich eine echte Prophetin bin. Rein von da. Dann ruft mich nicht lange danach der Erzbischof von der anglikanischen Kirche, der mich hineingebracht hat in diese Gefängnisse. Weil da brauchst du besondere Gutachten, dass du überhaupt dorthin darfst. Ruft er mich an und sagt, Maria, morgen habe ich einen Termin beim Präsidenten und ich bitte ihn, dass er die Todesstrafe aufhebt. Gut, ich bete, aber ich bin nicht über den Plafond hinausgekommen. Ich habe gedacht, komisch. Am Abend ruft er mich an und sagt, du, unser Präsident ist sehr weise. Der hat zu mir gesagt, Bischof, wenn du mir garantierst, dass alle Verwandten dieses Opfers mit dem Mörder versöhnt sind und ihm vergeben haben, lasse ich sie frei. Ansonsten werden sie gelyncht. Und ich beschütze sie im Gefängnis. Boah, das war für mich das Wort. Bin das nächste Mal ins Gefängnis, habe ich gesagt, ihr Lieben, wir haben einen Weg heraus aus dem Gefängnis. Ja, was, Mama? Ich habe gesagt, jetzt ist der Präsident selber hat was gesagt. Ihr seid nur da, damit ihr beschützt werdet von dem Lünchen, von den Verwandten, von dem Opfer, das ihr umgebracht habt. Aber wenn ihr Buße tut und mit denen in Kontakt kommt, mit den ganzen Verwandten und um Vergebung bittet, dann gibt der Präsident euch frei. Boah, die haben Augen gemacht. Ich habe solche Stapel Briefpapier in das Gefängnis gebracht. Die haben Briefe geschrieben an alle Verwandte, Buße getan, geweint. Ein Schwarm von Menschen kam vom ganzen Land und die haben alle geweint bei den Besuchen. Und bei jedem, wo der Präsident erfahren hat, dass er versöhnt ist, hat er ihn freigegeben. Von 470 Todeskandidaten wurden alle frei. Aber alle sind sie Pastoren geworden. Und wenn ich jetzt, ich gehe selten in die Stadt, weil ich bin kein Stadtmensch, ich bin eine Landpomeranze. Und wenn ich in die Stadt gehe, fällt mir fast immer ein Mann um den Hals und küsst mich. Sage ich, entschuldigen Sie, wer sind Sie eigentlich? Ja. Ja, Mama, ich war Todeskandidat. Und ich bin jetzt frei, habe geheiratet und da drüben ist meine Gemeinde. Kommst du nicht einmal predigen in meiner Gemeinde? Amen. Das sind die Werke, die Gott möchte, dass wir tun.
uns zu kümmern um die, die der Abschaum der Gesellschaft sind. Und die haben einmal erfahren, dass ich nie ein Kind geboren habe. Und das ist für Afrika nicht sehr. Die wollen alle Kinder haben, ohne Menge, ohne Ende. Und dann ist ein Todeskandidat ist nach meiner Predigt auf die Bühne gesagt, Mama, wir haben gehört, du hast noch nie ein Kind geboren. Aber wir versprechen dir heute, wir sind alles deine Söhne. Dann war der Herr wieder Humor, ja. Die Prostituierten und die Schwerverbrecher sind meine Kinder. Aber wer war bei Jesus am Kreuz? Eine Prostituierte. Wer hat Jesus die Füße gewaschen mit ihren Tränen und mit ihren Haaren getrocknet? Eine Prostituierte. Amen. Diese Frauen sind schön geworden. Ich nenne sie die heimgekehrten Prinzessinnen. Amen. Wir haben alle ihre Kinder jetzt in die Schule genommen. Wir haben hunderte von Kindern. Und jetzt dürfen sie alle einen Beruf lernen. Sind alle weg von der Prostitution. Und kommen, jede Woche kommen noch welche neue dazu. Es sind noch 600 in der Stadt. Aber die kommen alle. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, sag Herr, verwende mich, um ein Segen für diese Welt zu sein. Amen. Und dann hat er für jeden von euch einen gewissen Plan, der genau für dich passt. Amen. Du musst dich nur bedingungslos zur Verfügung stellen und ihm zur Verfügung stehen. Amen. Und wer möchte das hier? Wer möchte sagen, Herr, ich möchte, dass mein Leben zu zählen beginnt? Dann steht auf und wir beten. Und dann betet mit mir, Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gemacht hast. Dass du mich berufen hast, dein Stellvertreter auf Erden zu sein. Dein Tempel, dein Tabernakel, dein Mundwerk. Und du hast mich berufen, ein Botschafter des Königs aller Könige zu sein. Und ich stelle mich heute dir zur Verfügung. Du kannst mit mir machen, was du willst. Wie du willst, wann du willst, wo du willst. Kannst mich auch auf null reduzieren. Damit du allen Raum in mir bekommst. Aber verherrliche deinen Namen. Setz mich zum Segen. Und schenk mir Freude und Frieden, den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Danke, Herr Jesus, dass du für mich gestorben bist, damit ich leben kann. Und ich öffne dir jeden Tag neu mein ganzes Leben, dass du in mir lebst, als Herr und Meister, als mein Bräutigam. Mein bester Freund, als mein Friede, meine Freude, meine Weisheit, meine Schönheit, meine Jugend, mein Alles in allem. Und danke, Herr Jesus, dass du das gute Werk, das du in mir begonnen hast, auch vollenden wirst. Und ich verspreche dir, ich gebe dir alle Zeit, alle Ehre. Aber ich behalte die Freude. Herr Jesus, ich bin dein. Und du bist mein. Das soll immer so sein. Amen. Gebt dem Herrn ein Klatschopfer. Halleluja. Halleluja. Jetzt wollte ich euch noch etwas empfehlen. Könnt ihr euch noch schnell hinsetzen? Also in der Früh, gell? Zuerst einmal sagen, lieber Gott, was sagt ihr als erstes? Was hast du im Himmel vorbereitet für mich, die ganze Nacht, was mich heute wieder mit Freude blätten wird? Amen. Dann geht's am Bett raus, sagt Teufel, stell aus, ich stehe jetzt auf, dein Tag ist verhunzt. Ich herrsche über deine Finsternis. Amen. Wo ich bin, kommt Friede, kommt Freude, kommt Kraft, kommt Zuversicht, kommt Hoffnung.
Und dann schaut sie in den Spiegel und sagt, super Tag, wie du mich erschaffen hast. Ich danke dir dafür. Amen. So, und jetzt möchte ich euch empfehlen, ein Buch zu lesen, das der Pastor Daniel und ich geschrieben haben. Das heißt, Ab durch die Decke. Hinein in die Herrlichkeit. Nein, heißt nicht so. Ab durch die Decke, hinein in das, in das Königreich Gottes, denn die Herrlichkeit Gottes wartet auf uns. Amen. Jeder Tag ist ein neues Abenteuer mit Gott. Amen. Und bitte seid ein Scheinwerfer Gottes. Lasst euch vom Heiligen Geist beleuchten, damit die anderen das Licht sehen in euch, wenn sie euch sehen. Amen. Wir sind die Hoffnung für Deutschland. Amen. Ich will nicht negativ sein, aber es kommt eine große, ja, eine Zeit, wo es Überwinder braucht. Wie den Daniel, wie den Joshua, den Kaleb, wie die Jünglinge im Feuerofen, wie eine Königin Esther, wie eine Deborah. Amen. Wir müssen Steher werden in, mit und durch Jesus Christus. Und wir dürfen keine Angst zulassen in unserem Leben. Denn Angst ist die Sprache der Hölle. Sondern Glauben, Vertrauen. Amen. Und keine Liebe zum Geld. Habt keine Angst vor Veränderung. Es kommt Veränderung. Und zwar Veränderung, indem das Reich Gottes auf die Erde kommt. Und da brauchen wir ein neues Denken. Wir sind der Sauerteig, die Hefe, der Germ. Wir sollen die Welt beeinflussen. Amen. Leider hat die Welt die Gemeinde beeinflusst. Das muss sich wenden. Wir sind der Germ. Und der Germ, der Sauerteig ist immer weniger wie das Mehl. Ja? Es braucht nicht viel, um hier etwas ins Gären zu bringen. Amen. Wir sind der Sauerteig. Wenn du spürst, dass Leute neben dir ein bisschen unruhig werden, das ist okay. Das ist okay. Wir müssen sie in die Liebe schockieren. Amen. Wir müssen sie hineinschleudern in die Herrlichkeit Gottes. Und an dir werden sie sehen, ob das lebenswert ist oder nicht. Amen. Wir sind die Botschafter des Königs aller Könige. Lass ihn an dir arbeiten. Dass du es schnell wie möglich auf die Auffahrt der Autobahn der Herrlichkeit Gottes kommst. Wenn dein Charakter mit deinem Charisma übereinstimmt. Und da garantiere ich dir, verlierst du die Kontrolle. Nicht wir sollen Gott in den Griff bekommen, sondern er will dich in den Griff bekommen. Amen. Wisst ihr, das europäische System, wo man am Montag schon weiß, was am Samstag passiert, das erlebst du in Afrika nirgends. Da warst du am Montag noch nicht, was am Montag passiert. Und dann bin ich zum Herrn gegangen und sage, welches ist das bessere System? Dann hat er gesagt, Maria, meine Jünger haben jeden Abend gewusst, wie das Programm gelaufen ist. Lasst das Leben entfalten. Amen. Aber im gewissen Alter ist das sehr wichtig. Verstehen wieder nur sehr wenige. Die Entfaltung, Amen. Jawohl, die da. Amen. Ihr Lieben, ihr seid wunderbar. Ich glaube, wir haben im Himmel die herrlichste Zeit. Vielleicht sehen wir uns erst wieder im Himmel. Kann sogar bald sein. Wisst ihr, ich habe die Offenbarung nie lesen wollen. Die waren mir immer zu wild. Ich habe gesagt, Herr, hoffentlich bin ich nicht mehr da, wenn das alles passiert. Ja, mittendrin bin ich. Mittendrin. Und wir sind die Generation der Endzeit. Es kommt eine neue Dimension. Aber Jesus, das muss ich auch nur lesen. Weil ich, wisst ihr, ich bin ja in Afrika. Kannst du ruhig liegen lassen. In Afrika müssen die Männer die Frauen kaufen. Und manche müssen ganz viel zahlen.
Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, wie schaut es aus mit dir? Du bist doch der Bräutigam, oder? Und du hast doch gesagt am Kreuz, es ist vollbracht. Wie viel müssen denn wir die Braut noch zahlen? Ich habe gesagt, ich weiß genau, ich tue gar nicht gern leiden. Müssen wir auch noch zahlen? Hat er zu mir gesagt, lies Offenbarung 3,10. 3, Vers 10. Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz raube. Amen. Komme bald. Ich habe gesagt, Herr, das ist das längste Bald auf der Welt. Wenn jemand zu mir sagt, ich komme bald, dann sage ich biblisch oder... Amen. Amen. Aber er wird uns holen, bevor die große Trübsal kommt. Halleluja. Seid jeden Tag bereit, es geht jetzt rasend schnell weiter. Seid bereit, dass der Herr Jesus uns holt. Amen. Amen. Halleluja. Wir sind die Auserwählten Gottes. Also so eine Ehre, die wir haben. So eine Ehre. Die Auserwählten Gottes. Und geht mit diesem Bewusstsein, dass ihr die Lieblinge Gottes seid. Weißt du, vor Jahren, wo ich noch so ein schlechtes Wertempfinden hatte, habe ich gesagt, Herr, wie siehst denn du mich? Und dann sagt, lies Hohes Lied der Liebe 4,7, da steht, du bist mein Liebling und ich sehe keinen Fehler an dir. Dann habe ich gesagt, ich kann dir aber helfen, meine Fehler zu sehen. Dann hat er gesagt, ich brauche deine Hilfe nicht, ich sehe dich mit den Augen meines Sohnes. Amen. Und noch einmal war ich am Strand von Florida, das war noch vor dem. Und da sind, und ich liebe es in der Früh, in den Morgenstunden am Strand zu spazieren. Da gehe ich und die Delfine springen und ich habe so eine richtige, ja, blaue Stimmung gehabt und gesagt, Herr, kein Hund würde sich scheren, wenn ich heute in diesen Wellen verschwinde. Waren keine 5 Minuten, hat mich ein Hund geleckt. Ein Straßenköder. Ihr Lieben, da war kein Busch, kein Baum. Ich habe den Hund nicht kommen sehen. Wie der mich geleckt hat, habe ich gesagt, also Papa, das hast du jetzt aber sehr ernst genommen. Ja? Kein Hund würde sich scheren, wenn ich heute verschwinde. Der Hund wollte mich küssen und alles Mögliche. Habe ich gesagt, die Hände darfst du küssen, aber mehr nicht. Gell? Mit dem habe ich den ganzen Tag gespielt mit dem und das war der schönste Hund, den ich je gesehen habe. So hoch geistig spricht Gott mit mir. Und erst vor circa 3 Jahren habe ich einmal einen Tag gehabt, wo ich nicht so wohl mich gefühlt habe, habe ich gesagt, Herr, hast du nicht eine Ermutigung für mich? Dann hat er gesagt, geh und räum deine Rumpelkammer auf. Ich sage, bitte, das soll eine Ermutigung sein. Es ist ein kleines Kämmerchen, aber was ich immer nicht gleich machen wollte, habe ich da reingelegt, ja. Ich habe gesagt, okay, Herr, mache ich. Mach die Tür auf, liegt da ein Paket, halb zerrissen. Ich habe gar nicht gewusst, wie das da reinkommen ist. Wollte ich schon wegschmeißen, hat er gesagt, aufmachen. Dann habe ich es aufgemacht. Ist da ein wunderschöner Wandvorhang drin, ein Wandbehang drinnen, blau mit großen weißen Buchstaben. Da stand drauf auf dem Vorhang oder Wandbehang. Wie die Lilie unter den Dornen, so bist du meine Freundin unter den Frauen. Ich war von 0 auf 100. Und das in der Rumpelkammer. Versteht ihr? Wenn ich gesagt hätte, also das mache ich nicht, ja, das kann nicht gut sein. Aber der hängt ganz groß in meinem Gebetsraum. Immer wieder lese ich das, wie die Lilie unter den Dornen. So bin ich die Freundin Gottes unter den Frauen. Amen. Lasst euch lieb haben von Gott. Der ist verknallt in euch. Wirklich verknallt. Und wisst ihr, lange, wenn mich jemand nicht mögen hat, habe ich mir gedacht, das habe ich wieder falsch gemacht. Wenn mich heute jemand nicht mag, denke ich mir, dein Verlust. Amen. Halleluja. Wenn Gott mich so liebt, ja, ich weiß nicht warum, aber wenn er mich so liebt, dann bin ich liebenswert. Halleluja. Ihr Lieben, fangt an zu denken, wie Gott denkt.
Amen.